Hallihallo und willkommen zurück bei Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands mit Anduin. Hallo, grüß euch. Und meiner Wenigkeit Diva. So, vom einen schon mit so zum nächsten. Da ja. Drüben, da ist die Farm des Begehrens. Bist du da direkt und ich schon rund wieder? Ja, ich versuche mal. Ich bin mir ein, wir waren da schon mal. Oder waren wir da auch noch nicht? Warte mal, ich schau mal. Ob das diese Farm war? Nein. Okay. Es scheint mehrere zu geben. Die erste Farm, ich weiß schon, welche du meinst, die war da irgendwo, klar. Ja. Okay. Nein, das ist. Irgendwer das Feld im Schleichmod. Das neue sein. Aber ich sehe auch keine Feinde irgendwo. Okay. Keine Feindaktivität. Ah ja, erst weiter links. Erst weiter. Ein Stück weiter, ja. Mhm. Na gut. Ah, den markierst du gerade. Gut. Ah, da sind die. Da liegt das. Da liegt das, wegen dem Schleifers. Viele von denen vielleicht. Kannst du in der Farm mitnehmen? Ah, das ist aber, glaube ich, die Farm. Ja, doch. Das ist die Farm, wo wir den ersten, den sie gefangen gehalten und immer befreit haben. Okay. Oder lassen wir es liegen? Nein, nehmen wir es. Nehmen wir es mit? Ja, nehmen wir es mit. Okay, dann schaue ich, dass ich da noch vorkomme zur Straße. Ich werde mich da überall hang. Du kannst da mal näher reingehen, wenn du willst. Hier ist ein Sicario, das Feld. Mal, dass ich auf den Felsen da wieder raufkomme. Und da überblickt man die Farben immer relativ gut. Mhm. So. Sehe eine kleine Gruppe Tangos. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Es sind ein paar markiert, okay. Sollten alle sein. Yep. Wenn ich los snipere. Ah, da steht einer abseits. Ich glaube, der ist einmal fällig. Nimmst du den da hier vorne? Ja. Okay, gut, dann. Okay. Dann werde ich wohl auf die Lima umstellen. Ich hole mir den ganz heraus. Auf meiner Seite so. Sagt weg dieser. Okay, ich habe kein freies Sicht. Irgendjemanden? Ich hätte einen. Ja, dann probier's. Weg ist er. Ich kann nur reinbrechen. Sehr schön. Einer ist noch drinnen. Ja. Kommt auf deine Seite. Ich sehe den gar nicht. Ist nur immer im Gebäude. Jetzt okay. Läuft er hinten raus. Oh, tschüss. Treffer. Und das war's. Gut gemacht. Na bitte. So, da haben wir eine Munitionskiste. Ja. Und Autos würden alle herumstehen. Ja, schön. Ah ja, da ist die Munitionskiste. Ich schau mal auf der Map, was wir so als nächstes haben da in der Nähe. Und das hier markieren. Stellen Sie den Hubschrauber und einen Bonusorden hätten wir da. Okay. Das hatten wir doch schon mal. Hoppala. Na, das ist ein Funkausrüstungsüberfall, das andere waren Medikamente. Okay. Wer da erinnern oder die große Stadt, das südöstlich von uns. Oberhalb der Stadt ist der Hubschrauber, das ist schon ein anderes ist, Gebiet, die Halbinsel. Ja, na, und südlich der Stadt
müssen wir eine Ablenkung starten. Und nördlich der Stadt. Nebeneinsatz, Ablenkung, ja. Genau. Und ganz im Süden haben wir noch Fahrzeugabwurf. Fahrzeugabwurf. Bringen Sie einen der Stationseingänge. Okay. Was machen wir? Das, was am nächsten liegt. Ich würde sagen, machen wir mal das mit dem Heli. Mit dem Heli, gut, dann markiere ich das. Da sind wir ja so. Gleich dort, denke ich mal. Gut, und da vorne stehen zwei Autos. Dürfen wir sie sicher eines ausbauen. Offenen Jeep oder Pickup? Ja, den offenen Jeep. Offenen Jeep. Willst du fahren? Ja. Los geht's. Das wo wir die zwei. Ah, okay. Da vorne ist schon wieder. Nein, ist nichts. Die so nett immer wegspringen. Ja. Na bitte, bleiben wir gleich da stehen, bitte. Ah ja, wir sind schon da. Ja, wir sind schon da. Ja, genau. Park in der Botanik. Dass die Tibra immer aussteigen muss. Ja. Und der Wagen immer dann richtig steht. Gut. Noch sehe ich gar nichts. Ich gehe mal auf die andere Straßenseite. Ich habe 2 Sekunden. Fußballplatz. Okay. Das ist auch wieder wie so ein Lager. Sag mir wo. Ich sehe momentan von meiner Position gar nichts. Ich schau nicht, dass da ein bisschen höher wird. Ah ja. Ja, besser macht es das auch nicht. Nicht wirklich. Gut, was könnte ich machen? Ich könnte mal da nach vorne. Dann wären wir da die Straße. Ich stehe an der Mauer. Es sind sicherlich Tonnen. Hab noch einen, macht 5. Ich bin der Hauptmann. Irgendwo sind da noch welche. Mhm. An der Rückseite. Dann würde ich sagen, wir sind rund mal das Gebäude. Du kannst da schon mal da eine gute Position besuchen. Beim Haupteingang. Wo du willst. So, ich werde drauf. Vorne sollte auch irgendwo drin sein. Der ist im Gebäude drinnen. Der hat gerade den Kopf eingezogen, glaube ich. Gut. Na bitte, alles markiert. Sehr schön. Ich bin am Hügel beim Haupteingang. Okay. Also, wenn du Start sagst.
Bleib so mal stehen. Hm. Er steht jetzt ziemlich alleine. So. Ja. Jetzt ist das mal ganz in schlechter Position. Jetzt geht er wieder nach vor. Ich wechsle mal kurz die Position. Schau, wenn der Regen erwischen. Ja, von da ist besser. Geht das von da an. Von mir aus geht's. So dann. 3, 2, 1. So, jetzt habe ich keine Sicht auf irgendeinen. Ah, fuck. Kacke. Den hab ich weg. Weg. Einer muss noch übrig sein. Achtung, es kommt die sicher verstärken. Einer muss übrig sein. Ja, der weiß. Yes. Alles klar. Da sind. Da ist er warten. Dass du eine klasse Hafenreform hast. Da wo ich stehe. Ja, ich. Was ist da los? Was tut denn der? Ja, da vorne liegt einer mit seiner Optokwerf halt ein. Schrecklich. Da geht's zu. Ah, ja, super. Gut, dann auf zum. Ja, du bist da noch irgendwo los? Ja. Links war eine mit Kiste. Zwei Kisten sind. Mhm. Okay, heftig. Sonst noch? Nö. Muni. Ah, ich hab Muni vergessen. Moment. Die brauche ich natürlich auch. So, nachdem wir keine Verstärkung kommt schon eine Kiste in den Hauptgebäude. Müssen wir wirklich alles mit haben. Ich bin wach. Das ist zu. Da geht's eben so an. Da wäre wieder gepanzerter Jeep gewesen mit Minigun. Ja, schade, aber wir brauchen den Baby. Gut. Auf geht's. Du fliegst, ich flieg. Ich sitz schon hinten. Mal schauen, wo man hinbringen. Na, dort, wo es immer hingeht. Richtung Westen. Thank you.
Ja, ja, wir landen alles dort. Schau mal, kann ich mich mit dem Hubschrauber noch dort setzen. Sehr gut. Hätten wir den noch? Ja. Was ist das nächste Thema? Geht da hin, geht da hin. Da oben fährt schon wieder ein Nebeneinsatz, 5000 Medikamente. Oh, nicht schon wieder. Die werden ja immer massiver. Was haben wir noch? Wir hätten Ablenkung. Die Ablenkung und den Fahrzeugabwurf. Ablenkung. Und wer da ist das nächste, wer dann gleich zur Waffenkiste. Und da ist ein Fragezeichen. Unerforschter Ort. Was? Das gibt's auch noch? Da. Das ist aber auch nicht im Gebiet, oder? Doch. Das ist im Gebiet. Ist westlich von der Ablenkung. Westlich von der... Ah ja! Oberhalb von der Itakur-Basis. Ja, dann schauen wir sich den mal an. Ne? Mhm. Schauen wir mal dorthin, weil es liegt am Weg. Genau. Holen wir sie wieder von da drüben, den Gepanzerten, oder? Ja, genau. Und da drüben steht ja immer einer. Okay, ich werde hoppen. Die übliche Gruppe. Ja, sie probieren es halt immer wieder. Ich will hier im Stehen wegschießen. Nein, wir scannen alle. Nicht übermütig. Da ist einer. Ich sehe eine kleine Gruppe. Da ist einer. 1, 2, 3. Okay, dann. Zwei fehlen noch. Gehst du weiter rüber, ich gehe weiter zum LKW. Einer fehlt jetzt noch, der ist da links. Ja. Ob du auf den Sicht hast. Ja, mal klar. Zu dir. Da steht an der Brücke jetzt. Ja, ja. Okay. Nein, ich sehe ihn nicht. Ah, ich habe ihn. Ich erkenne ihn. Jetzt ist er da. Okay. Gut. Von hier aus können wir dann. Das macht sich doch hier nicht ein. Da ist ein freies Schussfeld. Ich habe einen, habe ich mal weg. Stimmt, war total scheiße. Der Leutnant hat ihn. Na, ich. Achso. Ah, jetzt. Da hinten.
So. Was man weg. Passt. Einer ist noch übrig. Mhm. Mann. Er ist in der Ruhe. Ja, der wird schon kommen. Achtung, ich hab ihn. Na, jetzt bewegt er sich wieder. Ja. Und tschüss. Das war's, glaube ich. Ja. So, war nicht dieser Tsch. Genau, den meine ich. Ich bin Schütze. Das ist nämlich voll cool. Okay. Ja, du bist dann nicht hier. Langsam vorbei und du bist zurück. Passt. Ja, da ist was zum Markieren. So. Da liegen da schon wieder Menschen, ne? Immer schön kommt das an. Ja. Naja, wir wissen ja warum. Genau. Zeigen Sie aber sehr gut. Schaut, das ist ein limitiertes Gefühl. Oh. Aufheizen. Ich versuche das Wort. Wir können es probieren, ja. Ich habe ihn markiert. Stoppen und markieren Sie den Santa Blanca Konvoi. Ja. Hinter ihm ist ein Minigun, glaube ich. Oben auf dem Dach einer und vorher hin. Dann den kleinen, ne? Ja, ich würde gerne auf das. Genau. Und auf dem Dach. Da hinter uns ist er. Klasse. Sehr schön. So, wir brauchen uns glaube ich. So, und jetzt brauchen wir es nicht mehr markieren. Das war's. Bis war explodiert. Achtung, Nachschub markieren. Fahrzeuge auf der Straße. Sieht nach Standardpatrouille plus Funkwagen aus. Was denkst du aus? Die Ausrüstung sieht gut aus. Wir melden den Patrouille in den Stopp des Trucks. Sehr cool. Ja, Roshi, du kannst ja davon. So, ich markiere wieder den eigentlichen, wo wir hinwollten. Der ist bei mir noch aktiv. Das Fragezeichen, ne? Schauen Sie jetzt einmal. Aber meine Leute arbeiten daran. Schon bald werden wir mehr wissen. Der Zwischenzeit stehen meine Brüder in die Stadt Lauberei und ich werde es kommen. Ich werde es kommen. Drehst du den Radio? Da links sind nur der Soldaten. Ich würde gerade zu beim Gottportal. Den links sind wir.
Na dann, soll ich es gleich losen? Danke. Kommt da. Mann, war ein Einsatz. Zum Markieren ist auch was. Ja, ich komme schon wieder. Den Schrott. Du meinst, du wirst umsichtiger mit dem Fahrzeug. So, ihr seid auch wieder dran. Kannst du dann wieder? Ja, ich fahre mal ein Stück nach vorne. So, jetzt los. So. Geht das optisch oder nicht gut aus? Okay, da kommen welche. Achtung! Was hier? Was ist los? Was ist du ihn? Ja, ja. Ja, er steht schon. Oh, oh, nein. Der explodiert. Den brauchen wir nicht mehr raus. Ja, da. Ups. Okay, du darfst weiterfahren. Ja, ich fahr schon. Wir waren nicht da. Okay, da müsste das jetzt sein. Vielleicht war es das, aber da rechts drin ist ja. Ah, da rechts drin. Ist da den Gatschweg. Ah, da. Ah, genau, da den Gatschweg. Ups. Das ist ja schon wieder die. So, Stopp. Wir sollten da markieren, oder? Ich glaube, das sind nicht mehr. Ich ist einfach mit der Minigun. Ah. Okay. So, ich stelle ihm da so ab. Drei sind's. Komm schon. Sind alle im Gebäude. Mhm. Ja, den Schuss. Ja. Der Tango ist hin. Der Tango ist sich der Gefahr bewusst. Zeig mir deine Hände, Arschloch. Ich bin nicht sicher, ich glaube, da war jetzt ein bisschen zu schnell. Da oben ist eine Kiste. Unten ist auch eine Nachschubkiste. Ich glaube, das wäre einer gewesen, den wir verhören hätten sollen. Der hätte vermutlich Informationen bekommen. Zuerst schießen, dann verhören? Genau. Immer so einen guten Hollywood-Action-Film lernen. Okay. Ist so. Hm. Na gut. Zeitmäßig. Fertig. Fertig. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, schaut wieder rein, wenn Andi und Tipa bei Ghost Recon Wildlands Gas geben und mit dem Dachbeschützer alles wegnehmen. Hm. Ciao. Tschüss.